Täglich begegnen wir hunderten unbekannten Menschen. Wir sehen hunderte unbekannte Gesichter. Und dann plötzlich ein bekanntes Gesicht zwischen all den anderen. Wir erkennen eine Person. Doch welche Mechanismen laufen bei der Gesichterwahrnehmung ab? Damit beschäftigt sich das Team von Professor Schweinberger im Institut für Psychologie an der Friedrich-Schiller-Universität. Wieso können wir ein bekanntes Gesicht identifizieren, egal ob es lacht, wütend ist oder Grimassen schneidet? Ich meine, unser Forschungsfeld ist einerseits relativ umfangreich, andererseits doch einigermaßen spezifisch. Wir beschäftigen uns halt mit der Wahrnehmung von Personen. Das heißt, hier geht es darum, wie nehmen Menschen soziale Signale in Gesichtern, in Stimmen, auch in biologischen Bewegungsmustern und so weiter wahr. Das heißt beispielsweise, anhand welcher Wahrnehmungsprozesse erkennen wir die Identität von Personen im Gesicht oder in der Stimme? Wie erkennen wir den emotionalen Zustand, den Gefühlsausdruck einer Person? Wie analysieren wir die Blickrichtung einer Person in der Kommunikation und so weiter und so fort? Für Ihre Untersuchungen mit dem Titel Beschreibung und Analyse neuronaler Korrelate der Gesichtserkennung wird den Jena-Wissenschaftlern nun der Thüringer Forschungspreis in der Kategorie Grundlagenforschung verliehen. Dotiert ist er mit 17.500 Euro, Geld, das in die kostspielige Technik investiert werden kann. Es gibt beispielsweise in dem Bereich der digitalen Bildbearbeitung und Videoverarbeitung mittlerweile eine Reihe von Verfahren, die eine sehr, sehr genaue, ich sag mal, Manipulation auf der experimentellen Seite von sozialen Signalen erlauben, die beispielsweise in Gesichtern zu sehen sind, die wir unseren Probanden in Laborexperimenten dann präsentieren. Ein Beispiel dafür ist das Image Morphing, das Bild Morphing, wo sie also sehr präzise fotorealistische Interpolationen zwischen zwei realen Fotos erzeugen können. Sie haben sicher alle schon mal so Fotos gesehen, und wir können mit diesen Verfahren damit sehr, sehr genau und sehr, sehr fein aufgegliedert soziale Informationen, ob es sich um Identität oder Emotionen oder auch andere Informationen handelt, dann manipulieren. Mit dem Thüringer Forschungspreis wird die Arbeit des Institutes honoriert, lange bevor eine direkte Praxisanwendung entwickelt worden ist. Der Preis soll vielmehr ein Ansporn sein, diese Grundlagenuntersuchungen weiterzuführen, um Antworten auf konkrete Fragen geben zu können. Wie zuverlässig sind Augenzeugenberichte vor Gericht? Wie sieht die mentale Repräsentation von Gesichtern aus, die für die Wiedererkennung benutzt wird, und damit vielleicht verbunden, wie könnte, ich sag mal, das ideale Passbild der Zukunft aussehen? Das sind alles Bereiche, zu denen unsere Forschung, denke ich, zumindest nützliche und wichtige Hinweise gibt. Übrigens werden im Institut für Psychologie immer neue Probanden aus verschiedenen Altersklassen gesucht. Wenn auch Sie an der preisgekrönten Forschung teilhaben wollen, dann melden Sie sich.